hier raus. Weil, warum nicht? Es ist wieder dunkel. Hi, das macht am meisten Schaden. Was bist du? Ich bin Hallon der Effiziente. So ein bisschen anmaßend, das von sich selbst behaupten, oder? Ich bin von Flussstadt hierher gezogen, um die Zeitverschwender zu meiden. Um die Zeit zu verfolgen, habe ich eine massive Wasseruhr geschaffen, aber das Wasser friert jeden Winter. Hättest du vielleicht die andere Richtung ziehen sollen, ha? Da ist es grün. Wenn ich etwas magische Lava vom Berg Feuerstein hätte, könnte ich das Eis in der Uhr schmelzen. Bringt mir die Lava und ich belohne euch. Bei den... Hakelt das gerade so? Also bei den Zwergenminen, wenn man am Norden rausging, da sah es sehr lavamäßig aus. Was bist du da hinten? Du siehst ninja-mäßig aus. Bisschen unpassend hier im Schnee, aber okay. Hi, ihr zwei. Oh, okay, aber tut weh. Jetzt kannst du natürlich Heilung machen. Keine SP mehr. Dann darfst du schrapnellisieren. Warum kam das nicht bei ihm an? Komisch. Gefährlich aber hier. Ein bisschen zurück und dann versuchen zu schlafen. Hier so. Nein. Besser. Ah, da darf ich ja durch die Walachei durchschießen, weil er ein Dwarf Ranger ist. Aber wenn hier so viele davon sind, also Schützen und Waldläufer oder was auch immer die anderen waren, dann ist hier halt irgendwo eine Hütte von einem Netten davon, der uns das beibringt. Das wäre echt praktisch. Also es kann auch sein, dass... Oh. Es kann auch sein, dass so eine Truppe schon mal jemanden getroffen hat, es nur vergessen hat, wo der war. Aber was fällt dir dann bestimmt ein? Na komm, hol ihn mal. Boah, zu knapp, okay. Oh, wir können da durchgehen. Ja. Gut. Das wissen wir dann fürs nächste Mal. Also in dem Eisgebiet können wir durch die Bäume, durch zumindest ein paar der Bäume durchgehen. Testen wir das mal gleich hier am Anfang. Ja. Sieht nichts, aber man kann durchgehen. Zeug. Ja. Geht's nicht weiter, geht's weiter. Komm, irgendwo hier drin in der Hütte mit einem Waldläufer, der uns das beibringt. Also nicht wegen den Bäumen hier, sondern wegen denen immer noch bei dem Zombie-Wald, wo wir Blisilia oder so retten sollen. Hi, was bist denn du? Euch fehlt der richtige Schlüssel zum Turm. Ihr dürft nicht vorbei. Zum Turm. Was für ein Turm? Wäre vielleicht eine ganz wichtige Information. Weil wir haben einen für den Hexerturm, der sieht genauso aus. Ja.
Hier vielleicht? Nein. Zurück in unsere Ecke. Also in dem Wald ist ein Turm. Wir haben keine Ahnung, welcher Turm das ist. Und Mist. Ich will jetzt nicht sterben, da muss ich den ganzen Einkauf neu machen. Flucht! Ja, zwei Tote. Wo sind wir? Mist, wo sind wir? Irgendwo, wo ein Killerbaum hinter uns herläuft. Und was? Ich bin nach Hause. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Weil da kommt der Baum jetzt zu. Und wir haben kein Townportal oder ähnliches. Versuch sie aufzuheben, damit sie einen Feuerball macht, damit nein. Ashley, halt durch. Nein. Das hat mit der Flucht jetzt nicht so wirklich gut funktioniert. Und wir sind wieder in diesem Zustand. Das heißt, unsere Helden müssen jetzt... Ach Gott. Wo ist der Teleporter? Wohin? Vertigo. Unsere Helden müssen jetzt komplett nochmal sich hochheilen, müssen komplett nochmal alles verkaufen und hin und her sortieren. Und identifizieren, verkaufen, hast du nicht gesehen, was eine gute Viertelstunde gebraucht hat. Aber da müsst ihr ihnen nicht über die Schulter gucken. Das darf ich jetzt machen. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sollte es gewesen sein. Unsere Helden sind also wieder gut ausgerüstet. Und nach dieser Vision des Todes sind unsere Helden jetzt ein wenig vorsichtiger, was Flussstadt und die Umgebung angeht. Das heißt, stattdessen gehen wir lieber... Achso, wir müssen noch zur Bank. Das habe ich, glaube ich, hier noch gar nicht gemacht. Bank ist hier. Seid willkommen. Lagern Gold. Ja, mach 6.099, weil ich mich verklickt habe. Und da. So. Aber dann müssen wir es einzahlen zwischendurch, damit das hochsteckt. Ja, also wir schauen uns lieber hier in der Nähe von Vertigo noch ein bisschen besser um. Das heißt, wir könnten zurück in die Minen. Aber da sehe ich ehrlich gesagt nur Gold kommen. Wir hatten hier noch Statuen. Da gab es mehrere von. Ich habe, glaube ich, bisher nur eine gefunden. Entgiften. Ist es richtiges Entgiften, Giften? Entgiften und... Gift unterdrücken. Ja, nice! Okay, also wir können jetzt richtig loswerden, nicht nur halbieren oder so, ne? Das ist super. So, Karte aufdecken nebenbei auch noch. Im Hexenturm könnte auch noch was sein, weil... Oh, müde. Im Hexenturm könnte auch noch was sein, weil ich am Anfang nicht jeden Schädel angeklickt habe. Krankheit, nein. Oh, warte, dann müssten wir Gift heilen auch nochmal für unsere Paladin-Frau. Richtig. Das Ding haben wir schon berührt, ne? Ja, ist nur temporär. So, dann, während wir unterwegs sind, ist auch noch irgendwo ein Schädel, den wir finden müssen. Hier am Ende der Welt. Da auch wieder ein Kraut. Noch ein Kraut. Über das Einhorn dort, richtig?
allen den Titel Kreuzritter. Dankeschön. Ich hätte aber lieber einen Schädel, so makaber das auch klingen mag. Achso, und hier kann man nicht weiter. Ist hier vielleicht in der Nähe direkt jemand, der uns das beibringen könnte mit dem Forestieren? Nee, du hast selber keinen Plan, deswegen schickst du uns los. Glücksbrunnen. Ja. Du warst der Händler? Nein, Türen entdecken. Türen entdecken hast du bestimmt schon geholt, oder? Ja. Da waren Spawner für die Orks. Durchgangs- und Sphärmine. Also wir haben jetzt den Auftrag noch nicht für die Lava zum Beispiel. Und das sollten theoretisch später alle lernen, damit auch die Level-Ups günstiger werden. Aber jetzt 6.000 investieren, das wäre, glaube ich, zu viel verlangt. Ja, noch gar nicht. Oh, hi. Ja. Was geht? 2.000 Gold. Oh, das geht definitiv hier. Ja. Oh, one hit on the Kleriker tot. Also nicht tot, aber doch recht angelitscht. Was ist heiliger Bonus? Das ist ein Buff. Doom zaubern. Alter, Falter, nee, ist ja schon richtig. Zaubern auf dich selber. Zaubern auf dich selber. Runde Kraft, 50 Kraft. Wenn wir einen Zeitzauber hätten, mit dem die Zeit nicht vorangehen würden, würde das wieder irre praktisch. Dann könnte man über die ganze Weltkarte hoch schon alle Buffs einsammeln, aber so momentan ist es halt lächerlich. Wenn ich jetzt den Buff mir hole, dann kann ich vielleicht gerade mal, keine Ahnung, 20 Felder laufen und schon haben wir es wieder nächsten Tag. Und die Buffs sind weg, also, ja. Mit Lloyd's Beacon, dann könnte es gehen. Dann machen wir eine Markierung bei jedem wichtigen Brunnen und springen dahin. Oh, hi. Ja! Ja! Probieren wir mal kampfmäßig, ja. Aber, ne. Feuerball klappt einfach am besten. Klappte am besten. Dann du Schrapnell. Ja! Und der Faust ist zu niedrig. Hier, komm. Er hat schon so eine schöne dicke Metallrüstung an. Da kann man auch Funken drauf schmeißen. Oh. So, ich bin der Herbstdruide. Ich brauche die letzte Blüte des Sommers, damit ich euch das letzte Blatt des Herbstes geben kann. Ohne die Blüte kann ich den Sommer nicht beenden. Ja, wir müssen irgendwo den ersten Druiden finden. Ja! Ah, Mist. Her? Was hat Grom da gerade gemacht? Hat er den Ritter aufgefressen oder was? Interessante Fatality von Grom. Aber hier will ich weiter mich umgucken. Wegen 2000. Ja! Goldmünzen. Ja! So. Ich wollte gerade sagen, sieht ein bisschen so aus wie nördlich der Zwergenminen. Und ja, da kommen wir jetzt eh hin, wenn man der Karte so folgen würde. Nicht funken.
Wenn die selber jetzt schon im roten Bereich ist, dann ist es zu risikoreich. Weil er kann auch von ganz leicht angeschlagen zu K.O. mit einem Schlag hinbekommen, ähnlich wie Krom. Wenn das mal gut. 4000, ja, waren zwei, ne? Angenehme Träume. Dankeschön. Ja, sie Zwergenmine, ne? Geh ja, hier raus, okay. Zu den schatzreichen Minen in der Bergkette der roten Zwerge. Mhm. Oder auch nicht. Hier müssten zwar eigentlich wieder Orks kommen, statt der Ritter, oder? Nö. Kommt hier gar nichts. Geschwindigkeit. Das ist die gleich morgen. Aber so haben wir es wenigstens in den Notizen drin. So, hier ist Ausgang Nummer 3, 3024. Wie kommen wir jetzt? Das sieht sehr vulkanisch aus. Oh, was bist du? Ja, Labagula mit Flammen beschmeißen, super Editalana. Wie wäre es mit Insektenspray? Hier, Energieschlag. Wir heilen mal einfach so ein bisschen entgegen. So wirklich runtergehen. Wie wär's mit Funken, ne? Oh, schutzvolle Mint, wie wär's damit? Feuer. Das sollte helfen. Du kannst nicht mehr, okay. Dann kannst du jetzt auf Funken wechseln. Funken, okay. Druff, 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 aber fast nie treffen, ihr Nahkämpfer. Er könnte so ein Lava-Ding ins droppen, oder? Wenn er stirbt. Haben wir nicht irgendeinen Spruch, so aller Konstrukt auflösen oder entschwören? Oh, er ist schön ins Raum gekippt. Würde eigentlich auch nicht viel funktionieren. Ja, dann geh bitte wieder auf Naturheilung. Oh. Okay. Also, dass die Naturheilung gar nichts bewirkt hat bei Ashen, obwohl Naturheilung unser höchster Zauber ist, sollte schon was sagen darüber, wie tief die im Negativen ist. Hallo, rote Ashlyn. Klein nochmal. Gut. Oh, dich selbst, dich selbst, dich selbst, dich selbst. Und gleich hat sie keine SP mehr. Gegenstände, verschiedenes. Oh, bitte benutzen Sie den entsprechenden Befehl. Was? Ach, das da. Ja, dann gucken wir doch mal durch, was wir da so schönes an Gegenständen haben. Du hast jetzt eine Frostkugel. Oh, das kommt gut. Okay. Du hast magische Pfeile. Du hast gar nichts. Du kannst verzaubern. Mhm.
Ich weiß, es wird nicht viel Schaden machen, aber es macht wenigstens ein bisschen was an Schaden. Magische Pfeil. Das ist schon mal im roten Bereich. Rot ist 20% vielleicht. Oh. 10 Goldmünzen mehr nicht. Weg hier. Aber 10 Edelsteine ist mir super von Piepe. Schlaf. Okay.